Rezept und das in einer neuen Küche. Das ist der perfekte Frühlingsstart. Heute gibt es Zitronenravioli mit einem Spargelragout, ein festliches Veggie-Gericht, ideal für die kommenden Festtage. Ein herzliches Hallo und grüezi miteinander. Für die Füllung 250 g Ricotta in eine Schüssel geben. 50 g geriebenen Parmesan dazuwägen. Ein frisches Eigelb plus die Schale von einer Bio-Zitrone beigeben. Ebenso von der Zitrone noch 2 Teelöffel Saft. Das Ganze noch mit Salz und Pfeffer würzen. Einen Pastateig entrollen. Damit es genau wird, den Teig zuerst falten und dann halbieren. Die Hälfte der Ricotta-Masse auf ein Teigstück verteilen. Das ist je ca. einen halben Esslöffel. Die Füllung nicht zu nahe am Teigrand platzieren. Die zweite Teighälfte mit Eiweiß bestreichen und dann sofort exakt über die Füllung legen. Achten Sie beim Andrücken darauf, dass möglichst wenig Luft in der Ravioli bleibt. Sie jetzt mit einem scharfen Messer oder mit einem Teigrädchen voneinander trennen. Den gesamten Vorgang mit dem zweiten Teig und mit der restlichen Füllung wiederholen. Sie können die Ravioli auch vorbereiten und sie tiefkühlen. Sie dazu aber unbedingt lose eingefrieren, z.B. auf einem Blech, und sie erst dann in einen Behälter abfüllen, weil sonst kleben sie zusammen. Die Ravioli dann gerade gefroren ins Salzwasser hineingeben und sie einen kurzen Moment länger süden. Für das Gemüse 10 g getrocknete Morcheln in Wasser einlegen. 2 Bundzwiebeln schräg in Ring schneiden. Von den grünen Spargeln das untere Drittel abschälen und dann das Gemüse ebenfalls schräg in Stück schneiden. Die Morcheln abtropfen und längs halbieren. In der Zwischenzeit kocht jetzt auch das Wasser für die Ravioli. Die Temperatur reduzieren und dann noch salzen. Die Ravioli portionenweise beigeben und bei kleiner Hitze ca. 5 Minuten ziehen lassen. Sie dann rausnehmen und gut abtropfen. Sie in eine weite, leicht gefettete Platte legen und sie dann im Ofen bei 60 Grad warm stellen. Dann die nächste Portion zubereiten. In einer zweiten Pfanne ein bisschen Butter erwärmen. Für ein Festtagsgericht darf es ruhig mal eine speziellere Butter sein. Die Butter von Feinfood mit Fleur de Sel eignet sich für das Veggie-Gericht hervorragend. Die Spargel, Bundzwiebeln und die Morcheln drin andämpfen. Jetzt ein bisschen Gemüsebouillon oder wer den Morchelgeschmack sehr gerne hat, auch 1 Dl vom abgesiebten Einweichwasser dazugießen. Das Gemüse ca. 10 Minuten knapp weich köcheln. Alles mit Salz und Pfeffer nachwürzen. Die Ravioli anrichten und das Gemüse darauf verteilen. Zum Schluss nochmal einen Klacks Butter draufgeben und servieren. Mit diesen selber gemachten Ravioli verwöhnen Sie Ihre Liebsten mit einem fleischlosen und genussvollen Festtagsgericht. Ich hoffe, Sie haben Freude am Rezept und natürlich auch an der neuen Küche. Wäre schön, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei wären. In diesem Sinne, auf Wiedersehen!